Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4 im Tal der Yetis. Ja, was ihr da gerade knallen gehört habt, das ist eine Mine. Ich habe ja ein Minenfeld hier aufgebaut. Und ja, unsere Aufgabe ist es hier, dieses Lager zu erweitern, zu verbessern, zu vergrößern. Ich bin der Onkel und wir machen jetzt hier an der Stelle mal weiter. Mein Name zum Schluss sagt auch toll. Ja, das haben wir alles freigeschalten hier. Hier können wir jetzt viel verkaufen. Oh, ich habe keine sinnvollen Sachen mehr einstecken. Und das, was ihr gehört habt, sind die Minen. Und da laufen diese kleinen scheiß Vögel drauf und jagen die Minen dauernd hoch. Ja, sowas soll es geben. Dass sich da auch mal Tiere hin verlaufen und dann eben so eine Mine hochgeht. Und ja, ich glaube, das kommt in den besten Stationen vor. War es das schon? Ich habe doch... Ich hätte schwören können, dass wir uns noch was geholt haben. Okay. Gegenstände natürlich. So, Haftminen, alles gekauft. Seitenwaffen brauchen wir nicht kaufen. Haben wir auch nichts freigeschalten. Hier haben wir... Nee. Ja, Munition voll. Und über jetzt die Mission weitermachen, holen wir uns trotzdem noch die Sachen da. Ich habe schon wieder Fertigkeiten, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Was haben wir denn hier? Atemkontrolle. Also geht alles ein bisschen schneller. Muss man mal sagen. Gullu, Himmelskatze, Kargelmann, die Kaut. Ja. Achso. Und zwar Karte. Das da oben haben wir uns geholt, das da haben wir uns geholt. Jetzt ist das noch ein bisschen abweisend. Abweisend? Ab. Weg vom Schuss halt. Und da holen wir uns das natürlich gleich. So. Ja, da fahren wir sowieso dabei, vorbei. Wo war jetzt das Jagdgebiet? Das war doch irgendwo, oder? Das war doch irgendwo. Vielleicht brauchen wir zwar nicht mehr, aber bringt auch Geld. Ich hätte schwören können, dass hier das Jagdgebiet irgendwo ist. Na klar, wir lassen uns. Oh, das ist so schnell. Gibt's ja nicht. Gut, dann ist das Jagdgebiet wohl weg. Hm. Doof. Oder bin ich in die falsche Richtung gelaufen? Ja. So. Jetzt wieder Waffen freizuschalten. Das brauchen wir aber jetzt alles nicht.
Komm ganz gut klar mit den Waffen, die ich habe. Ich kann natürlich immer weglaufen, also Waffen, also stehen, im Weg stehen, dann hören wir die halt weg. Alter, was war denn das? Was war das denn? Das war ja mal komisch. Ich habe nicht gedacht, dass das Tal der Yetis so umfangreich ist. Ich dachte, das ratten wir in zwei Parts weg, aber ich bin ja jetzt auch schon wieder ewig lang am dranhängen. So, nochmal dahin. Könnt ihr trotzdem mal ach guck. Wo die Seiten. Dein Maul. Könnte mich direkt angreifen. Boah, ist das komisch, wie das Wasser fließt. Also. Wisst ihr, wie ich meine? Da kann man ja hinterher ran, wenn er möchte. So. Sind wir auf jeden Fall gleich wieder hier. Kisana. Ja, das klingt doch mal gut. Hier haben wir eine Kiste. Hier haben wir eine Waffe. Das ist eigentlich jetzt gerade hier ziemlich interessant. Könnte man ja mal wieder markieren ein bisschen. Gibt's doch gar nicht. Ach, der bewegt sich immer. Das gibt's doch nicht. Yeah.
Ich schieß mal knapp daneben, oder? Oder bin ich doof? Jetzt haben wir ihn. Das gibt's doch gar nicht. Ich schieß genau drauf, oder bin ich doof? Definitiv ein bisschen mehr als nur. Bauch geschossen. Ja klar. Okay. So, was hast du denn hier mit dem Dorf? Oh, shit. Krass, an den Bäumen, da ist ja gar nichts mehr dran. Ich meine, dass das Feuer übergreift, ist ja normal und kein Ding, aber... Aber so? Ich sterbe ruhmreich. Naja, gib mir aber davon noch deine Sachen. Du, was war denn hier von dem überhaupt? Ach, das war der Typ, den wir sammeln mussten. War eigentlich ganz blöd. Weil es eigentlich nicht so geplant ist, dass ich diese Waffe behalte, verdammt. Bababab. Ich meine geile Waffe da oben liegen lassen. Die ist jetzt bestimmt weg. Bin ich mir so zu 80% sicher. Nee. Alles mit dem, was wir verkaufen werden, ist zurzeit noch sehr wichtig. Was mich jetzt natürlich auch wundert, ist, dass diese netten Menschen kein Alarm betätigt haben. Nicht? Gehen wir da rein? Nee. Ich dachte schon... Oh. Warum springt dieser Idiot nicht? Jetzt. Gut, von hier wären wir auch reingekommen. Also gibt es viele schöne Sachen. Gibt es hier noch Leute? Wenn mir der Alarm noch angezeigt wurde.
ding, 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 ding. Ach, du bist... Gratius Tagebuch 8. Die letzte Nacht war furchtbar. Wenn ich die Augen schließe, höre ich immer noch die Schreie. Das waren meine Kameraden. Ich war mit vielen von ihnen gemeinsam in der Grundausbildung, habe in der Messe neben ihnen gesessen. Jetzt sind sie alle tot. Von den Visionen, den Gesängen und Yanglungs Wort in den Wahnsinn getrieben. Genau. Mach den Beat an. Bericht an Yuma, 8. Juli. Wir haben die zweite Phase der Mission begonnen und konzentrieren uns voll und ganz darauf, das Tal nach dem Relikt abzusuchen. Wir haben viele Indizien für seine Existenz gefunden, aber bisher konnten wir seinen genauen Standort nicht bestimmen. Ich habe meinen Männern eine Kommandoverordnung gegeben. Die Kommunikation mit der Außenwelt ist verboten. Wir dürfen nicht riskieren, entdeckt zu werden. Ich bin überzeugt, dass es im ganzen Tal Abhörgeräte gibt. Ich werde nicht zulassen, dass sie unsere Mission gefährden können. Also Asantesh, 28. Juli. Bericht an Yuma, 30. Juli. Heute haben wir Yanglungs Tempel entdeckt. Endlich haben sich meine Visionen geklärt. Es fühlt sich an, als hätte ich die ganze Zeit geschlafen und vor dem heutigen Tag sei es alles nur ein Traum gewesen. Nun bin ich endlich erwacht. Das Relikt ist in meiner Reichweite. Ich muss nur die Hand ausstrecken und danach greifen. Dann wird all seine Macht mir gehören. Also hier scheint es definitiv noch ein bisschen Kisten zu geben. Ja, müssen wir mal da hochklettern. Das wäre ja gelacht. Hier gibt es noch ein bisschen was. Und hier haben wir noch was. Hier haben wir noch was. Und hier gibt es immer noch zwei Kisten. Schon etwas gemeiner. Ah, Fähigkeiten haben wir schon wieder. So. Achso, wir wollten jetzt mal hier auf der Karte. Wir wollten ja eigentlich dahin, genau. So. Weiter geht's an der Stelle. Diesmal werden wir hier überleben, weil hier gibt es diesmal keine Feinde. Hm. Ja. So. Oh, Bändige. Was ist denn hier noch? Nix. Ich hab getroffen. Was ist das denn? Okay, da hoch müssen wir. Ich noch ein kleines Stück klettern. Ja, ja. So müssen wir aufpassen. Da muss man ja richtig aufpassen, dass man nicht auf der anderen Seite wieder runterspringt hier. So, und hier werden wir schon wieder
An einer neuen Mission, an einer neuen Mission. So, aber die neue Mission, die nehmen wir uns erst im nächsten Part an, meine lieben Freunde. Und da würde ich sagen, was ist denn das überhaupt für eine Mission? Und zwar ist das eine Bergsteigen. Oh, das ist cool. Und ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gibt ein Däumchen, gibt ein Abo, gibt einen Kommentar. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss.